Hallo liebe YouTube-Freunde, wir schauen uns heute mal nochmal ein paar Bilder aus der Hasselblad X2D an. Letztens hatten wir im Kimago-Talk ein bisschen darüber gesprochen, aber aufgrund technischer Probleme konnten wir nicht alles zeigen. Hier ist also die X2D nochmal so zum Anschauen mit Klappdisplay, allen Knöpfchen und so weiter. Wunderschöne polychrome Kamera, also Farbkamera. Ziemlich kompakt für Mittelformat, muss ich sagen. Hier mal zum Vergleich eine Leica Q2 in Monochrom. Klar ist die größer, aber funktioniert alles noch ganz prima, finde ich. So, hätte heute hauptsächlich um die Fotos gehen. Ich bin ziemlich beeindruckt von der Bildqualität der X2D, aber auch beeindruckt von der riesen Datenmenge. Das habe ich in dem Talk schon angedeutet. Muss sagen, die Idee, pro Bild etwa 200 MB Rohdaten zu haben, und die exportierten Bilder kommen ja dann noch dazu. JPEGs um die 50 MB, TIFFs dann manchmal auch 400 oder mehr MB. Das ist also nochmal eine ganz andere Art des Speicherns. Ist toll, man kann sicherlich auch ganz groß drucken damit mit ganz viel Details, aber das muss man sich wirklich überlegen, wie viel man da eigentlich fotografieren möchte. Wir werden jetzt also ein paar Bilder schauen, wir gar nicht so sehr auf die Kamera eingehen, auch wenn man da sicherlich ganz viel zeigen und spielen könnte. Aber wie gesagt, soll ja heute hauptsächlich um die Bilder gehen. Wenn man mit der Hasselblad so ein bisschen spazieren geht, merkt man, man kann die also wirklich wunderschön in der Hand halten. Man kann, der Griff ist einfach ganz perfekt. Die schmiegt sich da richtig ein. Es ist eine wunderbare Kamera, um auch den ganzen Tag damit unterwegs zu sein. Merdat hatte mich im Talk gefragt, wie das mit dem Akku ist. Dazu muss ich sagen, der hält ziemlich lange, also 350, 400 Aufnahmen wahrscheinlich. Ganz ausgereizt habe ich es noch nicht. Was mich eher stört, ist, dass zwar ein Ladegerät mitkommt, aber das ist ein USB-Ladegerät für die Kamera sozusagen. Man kann also den Akku ganz normal in der Kamera laden, wie man das auch kennt. Das ist vielleicht ganz nett auf Reisen, aber ich fände es immer noch schön, wenn es ein richtiges Akkuladegerät gibt. Dann kann man nämlich den Akku dort laden, wenn man einen zweiten hat, den in der Kamera gleich verwenden. Wenn ich nur über die Kamera laden kann, ist ja dann immer gleich die ganze Kamera nicht verwendbar. Das ist immer so ein kleiner Wermutstropfen. Ja, ich finde, bei dem Preislevel könnte man einfach ein Ladegerät auch mit in die Packung legen, Hasselblad. Ansonsten, was möchte ich immer noch ganz wichtig loswerden zu dem System X2D oder das X-System von Hasselblad, ist, finde ich, kameratechnisch ganz, ganz weit vorn. Menüführung ist einfach und intuitiv, sehr schnell alles zu machen, sehr schnell alles zu finden, und dann, wenn man die Kamera einmal konfiguriert hat, ist man eigentlich kaum noch dabei, irgendwas zu verstellen. Die Knöpfe sind alle da, wo sie sein sollen, es ist alles wunderbar beschriftet, alles haptisch auch erkennbar. Das ist also wirklich von der Bedienung her ein ganz, ganz tolles Gerät. Was mir überhaupt gar nicht gefällt, ist die Verarbeitungssoftware. Leider macht mein Lieblingsprogramm Capture One das gar nicht mit, die Hasselblad-Rohdaten. Ich müsste dann einfach auf deren eigene Software ausweichen, sozusagen auf die Focus mit PA-Software. Und da muss ich sagen, die finde ich ganz schrecklich. Die ist zwar kostenlos, das ist ein netter Zug, aber ich finde die ganz schrecklich. Man muss immer erst die Daten so importieren, dann hat man quasi die Rohdaten, die auch von anderen Programmen gelesen werden können, nicht mehr, sondern es wird gleich in ein anderes Dateiformat konvertiert, was dann nur noch Focus richtig lesen kann. Und die Werkzeugleiste, also ehe man sich da zurechtgefunden hat, das stört einfach den Workflow. Und diese Software muss überarbeitet werden, kein Update, sondern neu. Ja, also da gibt sicherlich auch Freunde dieser Software, also ich bin es jedenfalls definitiv nicht, das kann ich sagen. Ansonsten bearbeite ich die Daten ganz gerne mit einem ganz einfachen Programm, das heißt AC/DC. Benutze ich seit Jahren für alle möglichen Dinge, zeigt die Rohdaten immer schön unkorrigiert an. Das ist ganz praktisch, wenn man Objektive testet oder Kameras. Also das könnt ihr ja mal ausprobieren aus Spaß. Ansonsten, wie gesagt, wir schauen uns ja eigentlich Bilder an. Ich bin mit der Kamera höchst zufrieden. Gibt sicherlich schnellere, das heißt welche, die noch schneller fokussieren. Aber ich
komme kaum umhin zu bemerken, wie schön es ist, mit diesem Gerät zu arbeiten, welche tollen Farben da rauskommen. Selbst ich, der eigentlich ein Schwarz-Weiß-Kind bin, fotografiert sehr gerne in Farbe damit. Der Bildstabilisator ist echt eine Wucht. Da passiert ganz viel. Das hört man manchmal auch in der Kamera, wie der arbeitet. Und ich muss sagen, es ist unglaublich toll, was für tolle Fotos man mit längeren Belichtungszeiten aus der Hand einfach auch spontan mal machen kann. Da braucht man sich also nicht ärgern, dass man kein Stativ dabei hat, sondern man steht einfach da und fotografiert eine halbe Sekunde oder Sekunde aus der Hand. Natürlich mit der richtigen Atmung geht das. Und das funktioniert einfach. Ne? Also die Kamera spielt das mit. Und das ist wunderbar. Solche Dinge im Verlauf des Benutzens, wie der Wechsel von Display auf optischen, also auf elektronischen Sucher, das funktioniert auch wunderbar. Der Sensor spricht sehr schnell an, anders als bei der Zeiss-Kamera, die das hier filmt. Da ist fast immer nur das Display an, auch wenn man die Kamera schon hier hat. Das nervt mich manchmal, aber hier bei der Hasselblad ist das alles überhaupt kein Problem. Ja, da kommen wir also in ein sehr gutes Arbeiten rein, hat leider seinen Preis. Hasselblad ist eine sehr, sehr teure Marke, das wissen wir ja, aber wir wollen uns ja jetzt erstmal die Bilder anschauen. So, dann schauen wir hier mal rein. Vielleicht erstmal eine Landschaftsaufnahme. Da sieht man ganz gut, wie stark die Dynamik bespielt werden kann. Also ich hatte mich dafür entschieden, die Lichter relativ leuchten zu lassen. Denn Sonne blendet nun mal, wenn man reinguckt. Aber dadurch ist der Boden ganz schön abgesoffen und den wieder rauszuholen, war wirklich kein Problem aufgrund der großen Dynamik. War auch insgesamt eine schöne Lichtstimmung. Der Dunst in Richtung Horizont entstand ausnahmsweise mal nicht aus der Bearbeitung. Das kennen viele, das Problem dieser Übergangsfelder zwischen Boden und Himmel am Horizont, sondern der war tatsächlich durch das Licht und die Feuchtigkeit in der Luft so gegeben. Ein paar Beispiele aus mehr oder weniger dunklen Kirchen. Da konnte man also aus der Hand halbe Sekunde oder so fotografieren und dadurch eine schöne Lichtstimmung mitnehmen, Kunstlicht und natürliches Licht gemischt. Und das war immer eine kleine Herausforderung, da zu fotografieren, aber mit der Hasselblad ist das wirklich kein Problem. Dadurch, dass die Kamera auch relativ groß und schwer ist, also im Gegensatz zum Beispiel von einer kleinen APS-C Fuji X-Pro3, hat man da natürlich ein Gewicht in der Hand, was einen nicht die ganze Zeit, die Bilder verzittern lässt. Also das ist ein guter Griff, ein gutes Gewicht, eine gute Balance in der Kamera, führt dann natürlich dazu, dass man da auch etwas stiller halten kann. Und wenn man dann noch diesen tollen Stabilisator dazu hat, dann ist natürlich fürs Herumlaufen und Knipsen alles gegeben, was man so braucht. Dann gab es mal einen Moment mit Sonnenaufgang. Wunderschön. Auch da wieder das Gleiche wie beim Landschaftsbild. Es ist im Grunde der Vordergrund fast schwarz gewesen. Und da ein bisschen was relativ Farbneutrales noch rauszuholen, war gar nicht so einfach. Aber mit ein bisschen Software-Einsatz ging das. Ansonsten bin ich einfach sehr gern mit dieser Kamera unterwegs, habe die gerne dabei, auch wenn ich mir erst gesagt habe, hey, bei dem Preis möchte ich die eigentlich nicht immer mit rumschleppen, mache ich auch nicht immer, aber man kann eben auch mal einfach so ein paar Schnappschüsse machen und das ist immer ganz angenehm, wirklich ein gutes Arbeitsgerät wirklich direkt dabei zu haben. Dadurch ist natürlich die Auswahl an Bildern hinterher, mit dem man wirklich was anfangen kann, auch relativ groß, wenn man sich die Zeit nimmt. Was ich gemacht habe, war mal das 65mm Hasselblad-Objektiv zu testen. Das ist nun beileibe kein Makro, aber aus der Kombination einer Normalbrennweite und der unglaublichen Auflösungsreserve bei 100 Megapixeln kann man natürlich wunderschön aus anderen Bildern ausschneiden und dann eben auch mal nebenbei Blümchen fotografieren. Diese zwei Blüten, die da ineinander geraten und dann das eigentlich gesehene Motiv waren diese Blütenblätter, die so ineinander sich verschachteln. Fand ich persönlich ganz schön. Ich fand auch den farbigen Kontrast zwischen dem Grün und dem
den Rosatönen ganz interessant, aber eigentlich sollte es eben um diese Verschränkung gehen. Und dafür, dass ich kein Makro dabei hatte und eben mal schnell aus der Hand so ein Foto gemacht habe, ist da doch einiges bei rausgekommen. Die Quedlinburger Altstadt in der blauen Stunde bzw. bei Nacht. Also da bin ich ganz fasziniert gewesen. Ich bin da mit dem Fahrrad lang und dachte so, ach Mensch, das Blau und das Orange, das sieht aber sehr schön aus. Bin direkt vom Fahrrad runtergesprungen, habe ein Foto gemacht und ich, Blödi, habe vergessen, irgendwie die ISO noch einzustellen, weil in dem Moment da auch mal gerade keine Leute lang liefen. Das ist in einer Touristenstadt wie Quedlinburg gar nicht so einfach, auch wenn das hier sehr kleinstädtisch ist, Momente zu finden, gerade in einer Altstadt, wo man ein Foto machen kann, ohne dass einem die Leute quer durchs Bild laufen. Und da war es aber gerade so weit, also ganz spontan Kamera raus, auf den Auslöser gedrückt und gemerkt, Mist, die ISO ist irgendwie bei 100 oder 200 eingestellt und das Ding belichtet plötzlich 4 Sekunden. Das zeigt einem das Display auch direkt an, beziehungsweise der Sucher, da läuft dann die Zahl rückwärts. Und dann wusste ich, wie lange ich noch stillhalten muss und habe dann wirklich, bin zu einer Salzsäure erstarrt und habe dieses Foto gemacht und war hinterher ganz erstaunt, dass das tatsächlich scharf geworden ist. Also da war ich total zufrieden. Das Einzige, was sich innerhalb dieses Fotos bewegt hat, war die Fahne an dem Haus rechts. Die hat ordentlich gezittert, weil es vielleicht ein bisschen windig war oder so. Ich erinnere mich nicht genau. Da sieht man also eine gewisse Bewegung drin. Aber wie gesagt, das Foto ohne Stativ einfach direkt aus der Hand. Insgesamt, das Bild zeigt ein wunderschönes Beispiel für die hohe Dynamik, die man mit dieser Kamera erreichen kann. Also von den ganzen Blautönen her, die Orangetöne, vor allen Dingen das Blau des Himmels gefällt mir bei Hasselblatt-Aufnahmen immer wieder besonders. Also das wirklich nochmal ein schönes Beispiel für die Farbigkeit, die man damit eben so erreichen kann. So, nach der Bilderschau noch ein ganz kurzes Wort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt aus dem ganzen Gelaber. Und wenn nicht, hat es euch wenigstens vielleicht einfach nur ein bisschen die Zeit vertrieben. Ich wünsche euch nach wie vor einen schönen November. Wir sind jetzt hier mittendrin, also in der besten Jahreszeit zum Fotografieren. Alles ist nass, rutschig und dunkel und schön grau. Also da kann man wunderschöne Sachen machen. Und ab und zu, wenn die Sonne mal durchstrahlt, in dem Moment eine Kamera dabei zu haben und die 5 Minuten Zeit, ein Foto zu machen, das wünsche ich euch. Ansonsten viel Spaß und bis bald. Tschüss.